Hallo Freunde, ich grüße euch. Regionalliga-Zeit. Und heute stand der vorletzte Kampf an und wir schauen mal eben auf die Tabelle. Wir sehen, unser letzter Sieg gegen Rheda war lebenswichtig. Wir sind mit Delbrück jetzt auf Platz 7 und spielen heute gegen Platz 10, gegen Porta Westfalica. Nominell sind wir Favorit, aber ihr seht, Porta Westfalica hat doch einige sehr, sehr knappe Kämpfe gehabt. Von daher, ja, konnte man sich quasi nur noch auf sich selber verlassen. Ja, da war immer noch alles drin und Vorsicht geboten. Ja, und was da in dem Kampf, besonders in meiner Partie, passiert ist, das möchte ich euch heute zeigen. Also, viel Spaß. Aber bevor wir loslegen, möchte ich noch einen ganz lieben Gruß und einen großen Dank an die Josephine Heinemann loswerden. Wir hatten im Mannschaftskampf eine Sizilianisch-Neidorf-Partie, eine Öffnung, mit der ich mich überhaupt nicht auskenne. Und unser Brett hatte gefragt, ob ich da nicht irgendwo Tipps habe, die ich mal irgendwie, wie ich ihm helfen kann, wo er sich orientieren kann. Sage ich, ich könnte Josephine fragen, vielleicht macht die das. Und sie hat es gemacht. Und ich darf euch bitten, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ja, schaut mal auf dem Kanal von der Josephine Heinemann vorbei. Ich verlinke den Kanal unterhalb des Videos. Da hat sie diese Partie wunderbar erklärt mit Plänen und so weiter, Ideen. Und ich kann sagen, Josephine, in unserem Verein ist die Partie wunderbar aufgenommen worden. Jeder hat was mitnehmen können und wir waren alle voll des Lobes über deine Analyse. Ja? Also lieben, lieben Dank und schaut gerne mal bei Josephine vorbei und lasst gute Vibes da. Also, aber jetzt fangen wir mit unserer Partie an. Und damit herzlich willkommen beim Schachstrategen. Schön, dass du da dabei bist. Ich hatte die schwarzen Steine und habe gespielt gegen Evgeny Kirnosch. Wie auch immer man das aussprechen mag, er möge mir verzeihen. Aber die DBZ von fast 2200 war also identisch mit meiner. Da konnte ein spannender Kampf bevorstehen. Ich hatte die schwarzen Steine und mein Gegner spielte erstens D4. Und ja, dann ging es schon los, weil normalerweise spiele ich ja hier mit Springer F6 und E6 Läufer B4 Geschichten, so Nimzo oder Bogo indische Sachen. Aber ich dachte mir, so, das ist ja immer so das Spannende, wenn man am Brett sitzt und dann aber immer die Idee hat, ich könnte heute mal was anderes spielen. Und naja, dann kam ich auf die G6 Idee. Mit der Idee, Läufer G7 zu spielen und auf Springer C3, C5. Und ja, ihr ahnt es, ich möchte oder ich strebe den Sniper an. Was ist das? Was ist das Sniper? Wenn der Gegner jetzt hier vorzieht, D4, D5 Raumvorteil holt, dann snipert man hier auf C3 den schönen Läufer weg und versucht diese Struktur hier zu ruinieren und gegen die Struktur zu spielen. Da spielt man auch B5 und dann gibt es verschiedene Ideen mit Dame A5, ja, und da habe ich schon einige Videos zu gemacht, wer sich da genauer mit beschäftigen will. Und die halte ich für durchaus interessant, diese Variante. Da habe ich 2, 3 Videos zu gemacht und die werdet ihr finden auf meinem Kanal. Wir gucken uns mal aber an, in der Partie hat mein Gegner jetzt nicht D4, D5 gespielt, sondern mit Springer F3 den Ball flach gehalten. Okay. Ich schlage hier auf D4. Und jetzt sind wir, naja, noch im Englischen drin. Aber das hat natürlich auch so ein bisschen was von, gerade wenn Weiß irgendwann zu E4 kommt, auch so ein bisschen sizilianische Ansätze, ja, mit Marocci, beschleunigter Drache, alles sehr, sehr ähnliche Stellungsbilder. Nun, damit er nicht zu E4 kommt, habe ich jetzt erstmal Springer C6 entwickelt und diesen D4 angegriffen. Und ja, jetzt muss ich Schwarz so ein bisschen entscheiden. Der Hauptzug, und das ist auch der gespielt wurde in der Partie, ist tatsächlich Springer C2. Warum ist das so? Nun, ich greife den D4 an und man möchte mit Weiß natürlich erstens nicht selber hier tauschen, weil es dem Gegner, ich kann zum Zentrum hinschlagen, das Feld D5 damit kontrollieren, die halboffene B-Linie für meinen Turm nutzen. Ja, zusammen mit dem Läufer am Damenflügel ein bisschen Druck machen schon. Ja, da habe ich von Haus aus überhaupt gar keine Probleme mit. Und was passiert, wenn er aber E2, E3 spielt und einfach hier den hier deckt?
auch das ist nicht sonderlich anspruchsvoll. Ja, dann kann man sich einfach weiterentwickeln, zum Beispiel so, und dann den Gegenschlag D7, D5 ausführen. Und ja, es sieht alles sehr, sehr symmetrisch aus. Und ich könnte hier sogar auf C6 eine Bauernschwäche haben, aber ich habe in Form von Aktivität volle Kompensation. Ja, mit Turm B8, Richtung B2, dieser Läufer hier. Ich habe freies Figurenspiel, die Dame kann noch raus, der Turm dahinter. Vielleicht mal ein Tempo gewinnen. Ich habe super aktives Figurenspiel und das gilt sogar schon als minimal besser für Schwarz. Aber auch nicht mehr rein interpretieren. Aber das sind so die Alternativen, die Weiß hat. Die sind natürlich beide nicht sonderlich erstrebenswert und deswegen versucht man die Figuren am Brett zu halten. Und deswegen kam Springer C2. So, und jetzt bin ich quasi bei meinem letzten Zug, weil ich spiele so selten und genau diese Stellung hatte ich jetzt in der Turnierpartie auch noch nie auf dem Brett. Ich wusste nur, dass es analog zum Sniper auch hier den Zug Läufer schlägt C3 gibt. Mit der Idee, diese Bauernstellung zu ruinieren. Hier sind natürlich so ein, zwei kleinere Unterschiede. Zum einen steht mein Springer hier noch auf oder schon auf C6 und im Original Sniper möchte der irgendwann lieber nach B6 gehen. Um hier so ein bisschen Druck auf den C4 zu machen. Dafür hat Weiß noch eine weitere Figur am Flügel. Ja, und wie gesagt, hier bin ich jetzt aus dem Buch raus. Man kann es spielen, das wusste ich. Und es entstehen super komplizierte und verworrene Strukturen. Und das hat sich auch im Laufe des Kampfes bestätigt. So, wir haben ja jetzt nur erst 7 Züge gespielt. Ne? Also, was nicht, so 10 Minuten gespielt. Ich kann aber mit voller Stolz schon berichten, dass dass eins unserer Bretter bereits komplett völlig auf Verlust stand. Ich denke so, oh, das geht ja gut los. Okay. Ich habe hier F7, F5 gespielt. Genauso wie im Original-Sniper, um dieses E4 zu verhindern. Was ich aber nicht wusste, ist, dass das gar nicht der Hauptzug ist und auch gar nicht so optimal ist. Sondern man spielt hier Dame A5 mit der Idee, den Springer nach F6 zu spielen und diesen Bauern hier auf F7 stehen zu lassen. Nur als Beispiel, ja. So. Weiß deckt diesen Bauern. Ich spiele mit D6. Das hat zum Beispiel auch die Josephine Heinemann schon mal mit Schwarz gespielt. Ja? Von daher kann es nicht so schlecht sein. Und genau, dann geht es halt weiter. Man macht ein bisschen Druck auf alle die Bauern, die da so rumstehen. Ja, ihr seht, wir versuchen, Tausch zu vermeiden und diesen Bauern unter Druck zu setzen. Auch hier wieder unter Druck. Das ist jetzt eine Beispielpartie. Ne? Und Schwarz konnte hier in Vorteil kommen in dieser Partie und dann die Partie auch gewinnen. Ich will euch nur mal mit dieser Variante nur mal andeuten, wie es für Schwarz im Optimalfall laufen soll, ja, wie er sich das vorstellt. Also, wenn ich das nächste Mal aufs Brett kriege, werde ich es auch ohne F7, F5 spielen. Wir gehen in unsere Variante zurück, aber ich habe nur mal F7, F5 gespielt, weil ich ja auch nicht besser wusste in dem Augenblick. Und mein Gegner denkt ein bisschen nach und spielt H2, H4. Und das ist ein Motiv, das auch im Sniper schon öfter vorkommt. Die Idee ist H4, H5 und auf der H-Linie diese Fesselung hier ausnutzen gegen den ungedeckten Turm auf H8. Nun, Springer F6 erklärt sich noch relativ von selber. Aber mein Gegner spielt H5. Und jetzt muss ich schon wieder eine Entscheidung treffen. Es droht H mal G und der Turm auf H8 ist umgelegt. Und ich habe mich hier analog zum Sniper quasi für Turm G8 entschieden. Aus dieser H-Linie rausgehen, den G6 gedeckt halten. Kleine Variante. Natürlich ist Springer H5 sehr, sehr prinzipiell. Ich nehme diesen Bauern an. Aber man muss natürlich auch immer damit rechnen, dass Weiß früher oder später dieses Qualitätsopfer auf H5 ins Auge fasst. Besonders, wenn er jetzt E4 spielt und dass die Dame auch noch dazu kommt. Und jetzt nur eben als Beispiel, wenn ich jetzt hier rausnehmen würde, könnte Weiß hier schon rausnehmen und ein Schach geben und mein König rennt hier rum.
die nächsten Figuren kommen mit Schach. Ja? Und das kann sehr, sehr schnell, sehr, sehr übel enden. Und das wollte ich natürlich nicht. Und na, zumindest habe ich ein bisschen Respekt davor. Ne? Und deswegen dachte ich mir, ja, man kann ihn annehmen, man kann es noch etwas verbessern, aber naja, unklar bleibt es allemal. Und das dachte ich mir, dann lieber König G8, dann bleibt meine Struktur nach diesem Tausch hier intakt. Ich habe E4 unter Kontrolle. Ja, muss die Dame rausziehen, irgendwie den Läufer entwickeln. Ja? Vielleicht kann ich irgendwie sogar lang rochieren. Ähnlich analog zum Sniper. Aber so hundertprozentig Gedanken gemacht hatte ich mir hier noch nicht. Jetzt kam mein Gegner wieder mit langem Nachdenken mit Springer B4 um Ecke. Und ja, möchte diesen Springer jetzt nach D5 bringen. Also klar möchte er natürlich nicht, naja, zumindest im Augenblick, nicht auf C6 schlagen. Aber er möchte nach D5 gehen. Und wenn ich dann schlagen würde, ja, würde dieser Doppelbauer sich entdoppeln. Das wäre sicherlich ein Fortschritt für Weiß. Und ja, hier habe ich auch jetzt auch ein bisschen reingeguckt. Und habe natürlich verschiedenste Ideen. Ich kann einfach D6 spielen. Ganz grundsätzlich, was mir während der Partie so vorschwebte. Ne? Ich habe ja meinen schwarzfeldigen Läufer aufgegeben. Das heißt, ich habe nur noch den weißfeldigen Läufer über. Und im Grunde würde ich unglaublich gerne meine Bauern jetzt alle natürlich dann entsprechend auf schwarze Felder stellen. Damit der Läufer da hinten schön harmoniert mit den Bauern. Das war jetzt erstmal so ein grober Grundgedanke, ja. Aber jetzt E5 spielen sieht schon wieder irgendwie komisch aus, weil das Loch hier auf D5 ist und so. Also ich musste so ein bisschen abwägen. Und dann hatte ich die Idee, Springer E4. Und hier dachte ich mir, oh, jetzt hast du aber eine clevere Falle gestellt. Ich greife ja diesen Bauern hier an. Auf C3. Na, Maus will nicht. Okay, jetzt dachte ich mir, naja, wenn jetzt irgendwie ein Quatschzug kommt, als Beispiel Läufer B2, dann habe ich die Option, das Tauschen hier auf B4 entdoppelt zwar kurzfristig diesen Bauern, aber Dame B6 Doppelangriff und ich würde einen Bauern gewinnen und dann, ja, der König hier auch so ein bisschen unsicher. Davon habe ich so geträumt. Und gehen wir in die zurück. Aber mein Gegner spielte Dame B3. Auch wieder relativ lange nachgedacht. Und ja, jetzt musste ich hier wieder denken, so, uiuiui, was machst du jetzt? Mittlerweile, jetzt waren wir so etwa eine Stunde, glaube ich, ungefähr haben wir jetzt gespielt. Und unsere Verlustpartie auf Brett 6 war immer noch völlig verloren. An anderen Brettern sah es vielleicht schon leicht optimistisch aus. Also, Kampf war aber noch völlig offen. Und so, ich musste nämlich eine Entscheidung treffen. Ich hatte nämlich die Idee, also ich habe am Ende des Tages, habe ich E7, E6 gespielt, um das Feld D5 dem Springer wegzunehmen. Aber ihr seht, ich habe natürlich so die schwarzen Felder so ein bisschen geschwächt. Kommen wir gleich zu. Mein erster Gedanke war nämlich, ich könnte hier Springer A5 spielen. Und damit die Dame angreifen, habt ihr da? Na, willst du wohl? So. Springer A5, die Dame angreifen. Und wenn die Dame jetzt zurückzieht, könnte ich ja den C4 schlagen. Problem ist, die Dame könnte nach D1 zurückgehen. Und jetzt kann ich nicht auf D5 schlagen, wegen Dame D5 Doppelangriff. Das ist noch recht leicht zu sehen. Wenn ich den aber gar nicht schlagen kann, naja, ich könnte ja jetzt zum Beispiel Springer C6 spielen. Mit der Stellungswiederholung. Also ein indirektes Remis-Angebot machen. Hier war ich mir aber überhaupt nicht sicher, ob ich das denn überhaupt will. Gucken wir uns die Partie wieder an. Wenn es einfach ein unklarer Mannschaftskampf ist, muss man einfach jede Stellung einfach erstmal spielen und sich Möglichkeiten offen halten, noch irgendwann irgendwie auf Gewinn zocken zu können. Ich kam also mit E7, E6 um die Ecke, um das Feld D5 abzublocken. Okay.
aber der hat nämlich Nachteile. Nämlich, wie gesagt, die schwarzen Felder hier. Und jetzt spielt mein Gegner gut und die hat die auch so gesehen und einkalkuliert. Ich denke so, mal gucken. Nämlich, dass er jetzt tatsächlich auf C6 nimmt, weil ich ja jetzt diesen Bauern schon bewegt habe. Naja, wie soll ich nehmen? D schlecht C, dann mache ich mir hier so ein Isolani auf E6. Das sieht irgendwie komisch aus. Also habe ich mit dem B-Bauern genommen. Die Hauptidee ist jetzt gleich, irgendwie den Turm auf die B-Linie zu bekommen, um ein Gegenspiel zu kreieren. Aber mein Gegner spielt sehr gut in den nächsten Zügen. Er spielt hier F2, F3. Greift meinen Springer an. Und ich muss mich jetzt drastisch entscheiden. Wohin mit dem Springer? Und ich kann mich jetzt auf den schwarzen Feldern gar nicht mehr so richtig gut wehren, weil ich keinen Läufer habe und die Bauern stehen auch alle falsch. Ich so, oh, Himmel Gott, irgendwas läuft falsch. Ne? Und dann dachte ich mir, das einzige Feld für diesen Springer, wo ich ein paar schwarze Felder wenigstens noch kontrolliere, ist das Feld F7. Und deswegen bin ich dann am Ende des Tages über D6 nach F7 zurückgegangen, um die schwarzen Felder so ein bisschen mitzukontrollieren. Kurze ein, zwei Varianten, ja, also jetzt hier hinzugehen zum Beispiel, sieht besser aus, als es ist, weil der Turm will ja sowieso wegziehen, auf die siebte Reihe. Naja, und ich kann ja doch jetzt hier nicht diesen mehr oder weniger toten Läufer tauschen gegen meinen Springer, da macht ja auch nicht so viel Sinn. Außerdem, der Läufer wird hier gleich über A3, ja, auf dieser Diagonale oder vielleicht mal hier, auf den schwarzen Feldern Stress machen. Ne? Und dann dachte ich mir, nee, das will ich nicht. Und deswegen habe ich hier Springer D6 gespielt. Jetzt kam Läufer A3, da geht's schon los. Ja, und ich musste zurückziehen nach F7, alles klar. Es kam Turm H7 und das weiße Spiel, ne, kommt nach vorne. Und meine anfängliche Euphorie mit Aktivität hat sich doch hier echt verflüchtigt. Ich habe damit C7 gespielt. Und jetzt habe ich die Idee, natürlich potenziell so ein Schach auf G3. Ich drohe potenziell aber auch Turm B8 jetzt. Muss aber auch immer so ein bisschen aufpassen, dass so Geschichten wie Dame B4 und Richtung Dame E7 hier auf einmal sehr schnell mit Mattideen enden können. Also ich muss ein bisschen aufpassen, ne, auf den schwarzen Feldern. Ich denke, das Hauptkriterium ist tatsächlich die B-Linie. Und deswegen hat mein Gegner auch richtigerweise Turm B1 gespielt, um einfach Turm B8 zu verhindern. Wir gucken mal eben eine kleine Variante. Wenn er jetzt hier zum Beispiel Dame B4 gespielt hätte, um hier matt zu drohen, dann kann ich D6 spielen, damit ist, ja, immerhin, da, der Springer hat auch noch einen Vorteil. Ne? Und wenn dann könnte C5 kommen, dann kann ich halt abschließen. Nichtsdestotrotz stehen die Bauern auf der falschen Farbe. Ja? Und er könnte jetzt mit Turm B1 und vielleicht Dame A, also er hat jetzt Möglichkeiten zu schwenken und mein Läufer es wäre eine lange, wahrscheinlich harte Schlacht ums Remis geworden. Turm B1, was in der Partie geschah, ist aber auch sehr gut verhindert, Turm B8 Geschichten. Ich habe jetzt A7, A5 gespielt, um Dame B4 zu verhindern, damit die Dame eben nicht hier irgendwelche Drohungen hat. Ganz kurz, ich könnte zwar hier einen Schach geben, aber das ist natürlich, naja, ich habe keine weiteren Figuren in der Nähe vom König. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, zum Beispiel den Läufer hier anzugreifen, ja, der ist einfach problemlos gedeckt. Der König steht hier verhältnismäßig sicher. Ich habe aber auch überhaupt keine Optionen, was ich hier jemals machen kann. Ja? Der Turm kann nicht raus. Ich kann also auch nicht lang rochieren. Der Läufer kann gar nicht so richtig raus. Ich kann auch den Springer nicht wirklich ziehen. Weil wenn ich den hier wegziehe nach G5, ja, droht immer mal Turm E7 Schach. Dann rennt mein König hier einsam in der Mitte rum. Und dann wird er auf den schwarzen Feldern vielleicht irgendwie gejagt und so.
Eieiei. Also insgesamt steht meine Dame quasi schlechter als sonst irgendwas. Ne? Und deswegen habe ich hier die Dame auf C7 gelassen und A7, A5 gespielt. Die Dame in ihrer Aktivität verhindert. So, jetzt haben wir schon 2,5 Stunden gespielt und mittlerweile war es so, dass wir doch die ersten 2 Siege einfahren konnten. Ja, ich denke, das war gut, guter Beginn. Und auch an vielen anderen Brettern sah es gar nicht so schlecht aus. Nur unser Verlustbrett war immer noch komplett verloren. Ja? Aber so ein Brett, wo man sich noch so ein paar Gedanken machen musste. Aber insgesamt sah es sehr, sehr positiv aus und 2:0 führten wir auch schon. Okay. Jetzt spielte mein Gegner König F2. Und ja, jetzt habe ich hier lange nachgedacht. Weil ich brauche ja irgendwie einen Plan. Ja? Ich muss irgendwie die schwarzen Felder kontrollieren. Ich muss die Bauern auf die schwarzen Felder bringen. Am liebsten quasi alle gleichzeitig. Was nicht ganz so einfach ist. Ne? Ja. Aber in welcher Reihenfolge fange ich an? Und dann habe ich halt viel, viel nachgedacht. Und mein Gegner hatte hier noch 5 Minuten auf der Uhr. Wir sind jetzt im 18. Zug wohlgemerkt. Ne? Hatte noch 5 Minuten auf der Uhr. Ich hatte noch so etwa 17, 18 Minuten ungefähr. Aber ich war mir auch sicher, dass die weiße Stellung trotz Zeitnot relativ einfach zu spielen ist, in Anführungsstrichen. Also er kann ja hier 1000 Züge machen, ja. Erstmal die Puppen rausbringen und mal gucken, was los ist und so. Also in Zeitnot oder dass ich ihn über die Zeit hebe mit komplizierten Stellungen, das ist hier komplett ausgeschlossen. Nun, dann, wie gesagt, ich habe so lange nachgedacht und ich hatte, glaube ich, 35 Minuten, als ich als er König F2 spielte. Und jetzt hatte ich noch etwa 18 Minuten, also ich hatte schon gut nachgedacht und war nicht so richtig glücklich mit allen Entscheidungen. Mittlerweile ist es im Kampf, aber was passiert? Nämlich ein Remis und wir hatten eine weitere Gewinnstellung, also Partie gewonnen. Also wir haben 3,5 zu 1,5 geführt und Moment, nicht C5. Ich hätte hier vielleicht C5 gespielt, das war so eine der Hauptideen, aber auf einmal bot mir mein Gegner Remis an. Und ich denke, Moment, ich stehe merkwürdig, ich weiß nicht hundertprozentig, wie es weitergeht. Und die Mannschaftskampf ist jetzt 3,5 zu 1,5. Wenn ich jetzt das Remis annehme, wäre schon mal der vierte Punkt, der Mannschaftspunkt gesichert. Ich hätte hier tatsächlich auch diese schwierige Stellung weitergespielt, wenn ich irgendwie einen konkreten Plan gehabt hätte, wenn ich irgendwie ganz grob gewusst hätte, wie ich die Sachen, die ich vorhabe, auch irgendwie in die Tat umsetzen kann. Aber ich habe irgendwie nichts so richtig gefunden. Ja? Weiß kann hier auch immer mit Dame B6 mal die Dame tauschen und dann auf den schwarzen Feldern eindringen. Naja, um es kurz zu machen, ich habe dann das Remis angenommen hier. Und damit hatten wir 4:1 Führung. Und jetzt ging es halt nur noch darum, konnten wir den Kampf gewinnen. Und kleiner Spoiler-Alarm, unser Brett, das ja nach 5 Zügen oder 5 Minuten irgendwie gefühlt auf Verlust stand, konnte sich in einen Turm ins Spiel retten. Und jetzt könnt ihr dreimal raten, was passiert ist. Richtig, Turm ins Spiel, da ist die Partie mal komplett gekippt, weil unser Mann die wichtigsten Sachen wie Königsaktivität, Turm aktiv, Qualität vor Quantität, er hatte 2 Bauern weniger mittlerweile, aber er hatte einen Bauern, der in der Qualität super war, der weit vorne war, den er mit Turm und König unterstützen konnte. Und der quasi im Grunde das Gleichgewicht aufrecht halten konnte. Aber der Gegner hat dann noch ein paar schlechte gemacht und auf einmal hat unser Mann gewonnen. Unglaublich, ne? Und ich zeige euch mal eben die Endtabelle, denn der Kampf ist am Ende des Tages, haben wir sogar 6,5 gewonnen. Und ich hier 6,5 zu 1,5. Und damit haben wir einen tollen Sprung gemacht auf den 6. Platz. Und mit 8:8 Punkten sind wir jetzt gesichert. Ja? Also ich glaube, das kann nicht mal mehr theoretisch schief gehen, dass wir in Abstiegs,
Probleme bekommen, weil auch von oben nicht genug runterkommt und so. Naja, damit kenne ich mich nie so richtig aus, aber wir sind im Grunde sind wir 99,9% gesichert, weil wir jetzt 6,5 gewonnen haben. Ja, Freunde, das war meine Partie. Ja, war kurz, war sehr interessant, strategisch und ne? Aber trotzdem natürlich auch, ja, da habe ich schon bessere gespielt. Ja, aber so ist es einfach. Manchmal muss man im Mannschaftskampf eben auch für die Mannschaft denken und dann eben das Remis mitnehmen und die Kirche mal im Dorf lassen. So ist es einfach. Alles klar, Freunde. Ich sag besten Dank fürs Zuschauen. Bis zum ersten Mal. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.